nicht. Gut, dann warten wir mal ein bisschen. Ich habe ja eh noch einiges zu sagen, bevor wir mit dem Vortrag von Herrn Göbel beginnen zu dem Thema Heizungen. Ja, wie ich schon sagte, wir hatten dieses Jahr ein relativ schwieriges Jahr. Wir mussten viele, viele Veranstaltungen absagen und das hat nicht nur uns getroffen, sondern auch ja, viele Wohltätigkeitsorganisationen. Deshalb ist Norma Habel heute auch mit dabei. Und mal so zu erzählen, wie geht es denn diesen Organisationen? Nichtsdestotrotz planen wir für die Zukunft. Wir versuchen für nächstes Jahr auch wieder Offline-Veranstaltungen hinzukriegen. So, und jetzt muss ich mal kurz mein Mikrofon ausmachen, weil Herr Göbel am Telefon ist. Klar. So, hallo, kann man mich denn jetzt verstehen? Guten Morgen. Hallo, hallo. Matthias, man kann dich jetzt verstehen. Geht deine Kamera auch? Ja, die sollte wohl gehen. Kleinen Moment bitte. Du So. hast es gestoppt als Host. Ich kann meine Kamera nicht teilen. Ja, Moment, kleinen Moment, Diskussionsteilnehmer. Matthias Göbel. Co-Host erstellen. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Jawohl, jetzt sehen wir dich. Jetzt funktioniert alles, klar. Schönen Schön. guten Morgen. Guten Morgen nach Holzminden, ne? Ja, genau. Ja, perfekt. Du bist gleich dran. Ich war gerade mitten in der Einleitung und von daher, ja, fangen wir gleich an. Also ich wollte gerade sagen, wir planen für nächstes Jahr natürlich auch wieder Offline-Veranstaltungen im April. Das Hannover Forum, da sind wir gerade in voller Planung dafür und wir hoffen, dass es bis dahin auch möglich sein wird, dass wir uns wieder treffen werden. Denn eins ist klar, wir als BFW, als Ihr Fachverband, wir leben natürlich auch vom Netzwerken. Denn ich hatte heute Morgen interessanterweise auch einen Anruf vom Weserkurier. Wir haben uns heute lange darüber unterhalten, was macht der BFW eigentlich und wie groß ist der BFW? So ganz kurz zur Information, wir haben mittlerweile rund 80 Unternehmen aus Niedersachsen und Bremen, feiern nächstes Jahr, nee, übernächstes Jahr das 40-jährige Bestehen, denn im Jahr 2012 wurde der BFW gegründet, 1982, Entschuldigung, wurde der BFW in Pferden an der Aller gegründet und wir haben uns ganz gut entwickelt. Wir sind mittlerweile 80 Unternehmen und vielleicht ist das ein oder andere Unternehmen, das heute hier online mit dabei ist, dann auch interessiert, Mitglied in einem starken Netzwerk zu werden. Denn wir als BFW, wir sind die Schnittstelle zwischen der Wohnungswirtschaft, zwischen Politik und Verwaltung in zwei Bundesländern, nämlich Niedersachsen und Bremen, und natürlich auch den vielen Partnern aus Industrie und Dienstleistung. Eine kleine Kennzahl, die ich total spannend finde: Im Jahr 2019 haben die Unternehmen des BFW Niedersachsen-Bremen rund 4.200 Wohneinheiten fertiggestellt in allen Segmenten des Wohnungsbaus, sprich von Einfamilienhaus über das Doppelhaus, Reihenhaus bis hin zum Geschosswohnungsbau. Und wir haben in beiden Bundesländern rund 500 geförderte Wohnungen gebaut. Das heißt Wohnungen, die für Menschen, die benachteiligt sind, die niedriges Einkommen haben oder eben von Transferleistungen leben müssen, haben wir bezahlbaren Wohnraum geschaffen. Eines unserer Unternehmen hat auch einen Sonderpreis für bezahlbares Wohnen bekommen. Das ist die Firma Interhomes beim Fiabsche Prix de Excellence vor 3 Jahren den Sonderpreis für bezahlbares Wohnen. Das heißt, wir engagieren uns in dem Bereich sehr, sehr stark. Aber wir sind auch ein Verband des Wissenstransfers. Das heißt, wenn es Änderungen in den Bauordnungen gibt und in vielen anderen Bereichen, dann sind Sie mit uns gleich live mit dabei und kriegen die Neuerungen von oder aus allererster Hand. Das heißt, in der Regel haben wir die Ministerialblätter schon, bevor sie auch veröffentlicht werden und Sie haben somit einen Wissensvorsprung. Ja, so eine Veranstaltung wie die heute ist natürlich nicht ohne Partner aus Industrie und Dienstleistung zu bewerkstelligen und so bedanke ich mich bei vielen Unternehmen, die uns immer wieder treu zur Seite stehen, nicht nur mit Wissen, sondern auch mit finanziellen Mitteln. Und Sie sehen hier schon das erste Logo, das ist die Firma EWE aus Oldenburg, die in vielen Bereichen der Energiewirtschaft unterwegs ist, aber auch in dem Bereich Mobilfunk und
Breitbandversorgung. Das heißt, EWE ist ein Allround-Partner in allen Bereichen rund um Energie- und Medienversorgung. Dann haben wir die Firma Bosch Junkers. Ich habe schon gesehen, Herr Brinkmann ist heute auch wieder mit dabei, der uns schon seit vielen Jahren auch treu unterstützt. Genauso wie die Firma Klage aus Lüneburg, die Frau Wagner, die uns sehr tatkräftig unterstützt. Finanziell auch dabei ist die Deutsche Kreditbank, die DKB. Das ist die Bank der Wohnungswirtschaft, die speziell auch für Hausverwalter, aber auch für Privatkunden mittlerweile ein sehr, sehr starker Partner geworden ist. Herr Michalak von der Firma Geberit ist auch mit dabei. Geberit ist jetzt seit 3 Jahren Partner des BFI und wir freuen uns sehr über die gute Zusammenarbeit. Kalorimeter hat letzte Woche einen sehr interessanten Vortrag gehalten, auch der viel beachtet war und ist ein ganz neuer Partner, auch im Bereich der Messdienstleistungen und Rauchwarnmelder unterwegs. Dann aus München in dem Bereich Wohnungsentlüftung, Komfortwohnraumentlüftung, die Firma Plugit, Herr Seidel. Einer unserer wichtigsten Partner und unserer treuesten Partner ist die Firma Grotto Dach- und Solarfenster, speziell Dachfenster. Heiko Ehlers habe ich gesehen in der Teilnehmerliste, ist auch schon mit dabei. Heiko, vielen Dank für die Unterstützung. Firma Siedle mit Hauseingangslösungen ist mit dabei. Frau Kaschers, ab nächstes Jahr Premium-Partner auch. Und wir freuen uns hier auf einen sehr interessanten Austausch und Dialog. Ja, und dann aus Holzminden. Ich würde mal sagen, Stiebel Eltron ist der Marktführer in dem Bereich Wärmetauscher und was noch? Matthias, erzähl. Ja, Wärmepumpen, Lüftung, aber da kommen wir gleich noch zu. Ja, genau, da bin ich jetzt gerade ein bisschen in Stotter gekommen. Kein Problem. Ja, weil das war das erste Mal, dass ich jemanden dann direkt angesprochen habe. Ist ja nicht dein Job. Genau, Matthias Göbel ist schon seit vielen Jahren ein sehr guter Partner mit Udo Steinberg zusammen. Da freuen wir uns auch wirklich über die Zusammenarbeit. Und wir haben auch schon in diversen Ausschüssen über den BFW-Bundesverband auch gemeinsam die Interessen der Wohnungswirtschaft vertreten und versucht, auch vernünftige Lösungen im Bereich der Wärmeversorgung für die Wohnungswirtschaft hinzukriegen. Ja, die Firma Weiland, Herr Dimmermann und Herr Dolan sind auch seit Anfang an, seit ich dabei bin, auch als treue Partner mit dabei. Vielen Dank auch hier an dieser Stelle für die Unterstützung. Und last but not least für den Bereich Komfortwohnraumlüftung, Wolfgang Knief habe ich schon gesehen von der Firma Valox. Vielen, vielen Dank, Wolfgang, dass ihr uns auch immer unterstützt. Und ja, nicht nur eben mit finanziellen Mitteln, sondern auch in einigen anderen Bereichen mit euer Know-how und mit euren Wissen. Es tut gut für uns als Verband, so ein starkes Netzwerk zu haben. Und es freut uns, dass jetzt mittlerweile auch tatsächlich 34 Zuschauer mit dabei sind. Nee, jetzt sind schon mehr. Jetzt kommen noch ein paar dazu per Telefon. Ja, es werden immer mehr. Von daher total spannend. Und ja, ich freue mich jetzt auf 2 interessante Vorträge heute. Der erste Vortrag habe ich ja schon angekündigt, ist Matthias Göbel von der Firma Stiebel Eltron über Wärmelösungen. Und ja, dann kommt das Gespräch mit Frau Hubbel über Habitat for Humanity. Sie lächelt da im Hintergrund, ich winke nochmal. Genau. Und dann eben mit der Firma Rudolf, Herr Dr. Faden wird uns dann über die Betriebssicherheitsverordnung und über die Verantwortung von Immobilienunternehmen und Verwaltern in Bezug auf Bauteile wie Fenster mehr erzählen. Ja, und dann zum Schluss noch eine kurze Abschlussdiskussion und gegen 12 Uhr wollen wir Sie dann zum Mittagessen entlassen. So, und damit schalten wir, sprich Frau Hubbel, Herr Faden und ich, unsere Kamera ab und ich schalte auch das Mikrofon ab und ich übergebe jetzt an Matthias Göbel und wünsche Ihnen viel Spaß und Matthias, dir viel Erfolg beim Vortrag. Ja, das ist schön. Ja, David, vielen Dank für die Einladung. Gucken wir erstmal, ob wir es auch mit der Technik heute Morgen tatsächlich so hinkriegen. Es war ja schon etwas holprig für mich. Ist denn das Bild jetzt gut zu sehen? Ja, dein Bild ist sehr gut zu sehen. Das freut mich sehr. David, ja, an der Stelle recht herzlichen Dank. Wir sind immer gerne beim BFW mit dabei. Ich kann aufgrund meiner nationalen Tätigkeit in Deutschland auch bestätigen, dass was der David Huber als führender Kopf beim BFW in Niedersachsen und Bremen auf die Beine stellt,
Das hat meine persönliche Achtung, aber auch die im Kollegenkreis, denn er sticht dort deutlich aus dem Netzwerk der anderen BFW-Teilnehmer und Mitglieder auch hervor. Und das sei von meiner Seite zum Eingang erwähnt. Ja, was dürfen wir für einen Beitrag leisten jetzt in den kommenden 35 Minuten? Das ist die Zeitvorgabe. Wir machen es kurz und knackig. Stiebel Eltron, starker Markenbegriff. Wie sind wir heute aufgestellt? Einen kurzen Überblick dazu. Wesentliches Thema, was uns alle bewegt. Der David hatte gerade ja schon angesprochen. Das Thema der Energiewende und auch entsprechende Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien müssen nach vorne gebracht werden, damit wir unsere CO2-Einsparziele erreichen können bis 2030. Dazu gebe ich Ihnen einen Überblick, wo wir heute stehen. Und das Einfachste oder das Wichtigste sicherlich dann auch ist, wie kriegen wir die Realisierung in der Praxis umgesetzt? Früher waren das alles so Leuchtturmprojekte. Heute, werden wir gleich sehen, sind wir mit den Lösungen etabliert, einfach, sicher und nachhaltig unterwegs. Es gibt dann ein kurzes Fazit und eine Zusammenfassung, natürlich auch gerne Fragen. Zum Thema Fragen hat der David mir berichtet, dass es einen Chat gibt, der eingerichtet ist. Ich stelle mindestens eine Frage an Sie gemeinsam und ich würde mich freuen, wenn dann entsprechende Antworten in den Chat geschrieben werden, die dann auch zum späteren Zeitpunkt des Vortrags von mir aufgelöst werden. Wer mich persönlich noch nicht kennt, Ihr Referent hier und heute, mein Name ist Matthias Göbel, ich bin Leiter im Objektmanagement New Business Deutschland, berichte direkt an die Geschäftsleitung. Der Fokus, den ich mit meinen Mitarbeitern deutschlandweit habe, ist Fokus auf die Immobilienwirtschaft, dort besonders auf die Wohnungswirtschaft. Anhängige Planer und Netzwerkbeteiligte werden durchgängig betreut. Bin zuständig für das strategische Key Account Management und habe umfangreiche Erfahrungen in der Branche sammeln dürfen. Ja, da könnte ich auch schon die erste Frage dran anknüpfen. Als ich mit dem Herrn Steinwerk die Fotos hier ausgesucht habe für den Beitrag, haben wir uns gedacht, naja, wie viele Referenzen gibt es denn und was kann man denn so sagen? Wo ist denn Stiebel Eltron heute unterwegs? Und was haben alle diese schönen Immobilien, die hier sind, gemeinsam? Ja, es sind auf Basis erneuerbarer Energien Geräte installiert, die die Wärme bereiten, Warmwasser machen und auch Lüftung, das aus unserem Hause. Und die Bilder haben wir deswegen ausgesucht, weil ich sage mal, das Thema Wärmepumpe natürlich in den letzten Jahren auch schon erwachsen geworden ist. Wenn wir oben mal so ein Einfamilienhäuschen nehmen, dann war das immer schon relativ einfach möglich, diese Technik im Einfamilienhaus zu etablieren. Im Geschosswohnungsbau, ganz konventionell oben links, war das lange Jahre anders. Dort waren dominant fossile Energieträger, Gas und Öl unterwegs, auch die Kraft-Wärme-Kopplung sehr stark im Vordergrund. Aber die Wärmepumpe ist angekommen im Neubau. Unten links, man soll es nicht meinen, auch in Bestandsliegenschaften, wie hier zum Beispiel in Hamburg in einer Wohnanlage, in Bramfeld, die autark betrieben wird, können Wärmepumpen auch idealerweise in Kombination mit Solarthermie zum Einsatz kommen. Unten in der Mitte ein sehr großes Objekt, auf das wir später noch eingehen, eine große Abwasserwärmenutzung eines Berliner Wohnungsunternehmens. Aber auch oben rechts solche Mischgebäude wie zum Beispiel die Elbarkaden in Hamburg in der Hafen City, wo man multifunktionale Wohn- und Geschäftshäuser hat. Alle die tragen unsere Handschrift. Ja, unser Leistungsportfolio, wenn wir jetzt mal in so ein Gebäude reingucken, was gibt es da für wesentliche Funktionen und Dinge, die dort aus unserem Haus geliefert werden können? Das sind hier unten im Keller angesiedelt, entsprechend Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen. Wir haben dezentrale Warmwasserbereitung, aber auch zentrale. Gutes Beispiel dafür sind auch entsprechende Wohnungsstationen, gern auch Hybride. Und natürlich schon seit 1999
99 das Thema der kontrollierten Wohnraumlüftung. Auch dort mausern wir uns und etablieren uns zu einem entsprechenden Partner in der Wohnungswirtschaft. Heißt alles in allem, wir vertreten eine klare Linie. Das heißt, eine klare Linie für alle diese Anwendungsarten. Und wir wollen es nicht kompliziert machen, sondern eben halt möglichst einfach. Das ist dabei sehr wichtig. Und haben in den letzten Jahren eben halt gut mit Ihnen auch zusammengearbeitet, um entsprechende Ergebnisse auch dort liefern zu können. Ja, dann komme ich jetzt tatsächlich zu meiner Frage. Das ist ja sehr spannend, die Anforderungen, die wir hier heute haben an die Dekarbonisierung. Und ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die, ich sage mal, unterschiedlicher nicht sein können. Einer auf der linken Seite, ein entsprechendes Kohlekraftwerk, was auch noch im Betrieb ist. Und dort wird natürlich auch Energie erzeugt, die wir benötigen. Auf der rechten Seite sehen wir das, was letzten Endes für die erneuerbaren Energien eigentlich sinnbildlich ist. Windkraft und auch Sonnenkraft, die dezentrale Energieversorgung. Ist interessanterweise, wenn ich das Bild hier rechts nehme, dort konnten wir im letzten Jahr bereits 50% des gesamten Energiebedarfs, den wir in Deutschland haben, regenerativ erzeugen. Wenn wir sagen 50%, sind in diesem Bereich allerdings nur 14% im Wärmemarkt angekommen. Man sagt schnell immer, Energiewende ist ein ganz wichtiges Thema. Man hat dann auch schnell erkannt, weil die Versorgung in der dezentralen Einheit mit Wärme ist da technisch etwas anspruchsvoller. Das heißt 50% erneuerbarer Strom, allerdings nur 14% in der Wärme. Kommen wir auf die Vergangenheit nochmal zu sprechen auf der linken Seite. Dann hat unsere Bundesregierung ja ganz sportlich gesagt, okay, Fukushima, jetzt wollen wir den entsprechenden Ausstieg aus Atomkraft wagen und dann gleichzeitig auch noch, um unsere Ziele zu erreichen, die entsprechenden Kohlekraftwerke abschalten. Und die Frage ist, wie viele Kohlekraftwerke werden in Deutschland aktuell noch betrieben? Ich wiederhole, wie viele Kohlekraftwerke werden in Deutschland aktuell betrieben? Es würde mich sehr freuen, wenn der David dann aufpasst und ein paar Stimmen über den Chat einsammelt, damit wir die Frage dann auch nachher beantworten und aufklären können. Ja, gleichwohl, verbunden mit diesen entsprechenden Kraftwerken ist natürlich die entsprechende CO2-Reduktion, der wir uns, untergeordnet haben, auch was die europäischen Ziele angeht. Und Sie haben mitbekommen, dass wir das nicht gut in den Griff kriegen. So hat man jetzt mal schnell über Nacht die Energiewende auf 2038 verschoben. Das ist allerdings nicht gut, weil das wird unserem Planeten natürlich nicht gut tun und uns selbst auch nicht. Das merken wir an den entsprechenden Veränderungen, die wir mitnehmen und die wir erleben. Was heißt nun skalierbare Lösungen für die Immobilienwirtschaft? Wir verstehen unter Skalierbarkeit ein System, was maxen kann, was die Größenveränderung mitnehmen kann. Besonders deswegen hier symbolisch auch mal dargestellt, fängt man ansonsten natürlich immer an, ein entsprechendes System neu zu planen. Hat man es dann technisch auch etwas aufwendiger. Wir mussten hier auch anlernen an die, klassische Heiztechnik der Vergangenheit auch sehen. Da war man das einfach gewohnt, hat ins Regal gegriffen, unterschiedliche Größen von Wärmeerzeugern aus dem Regal gezogen und dann in die entsprechenden Immobilien platziert. Das muss natürlich auch der Ansatz bei der Wärmepumpentechnik sein. Das heißt, die damit Vorteile, die das für Sie mit verbindet, sind natürlich, Sie können auf der einen Seite sicher planen, was heute auch eine Verknappung der Ressourcen im Bereich der TGA-Planer immer wieder einhergehend ist, dass wir dort auch feststellen, wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Aber natürlich braucht jedes System in jeder Immobilie auch eine entsprechend gute Planung. Also das heißt, Planungssicherheit ist wichtig. Zweitens,
Wirtschaftlichkeit ist in den letzten Jahren immer und auch, ich denke, bei Ihnen allen in den Vordergrund zu stellen. Dann hat man mal gesagt, naja, so Basis erneuerbare Energien, Heiztechnik zu installieren oder Warmwasserbereitung, das ist ja nicht wirtschaftlich. Wir werden hier heute auch noch das entsprechende Beweis antreten, dass das nicht der Fall ist. Das ist sogar sehr, sehr wirtschaftlich und die Bundesregierung weiß ganz genau, was sie tut, wenn sie sagt, wir müssen 50 Megatonnen in der Immobilienwirtschaft an CO2 sparen. Und das ist tatsächlich möglich, dass man das kann. Und ja, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, dass es heute eben halt auch wirtschaftlich möglich ist, also sprich ohne Mehrkosten entsprechende Wärmepumpensysteme und Lüftungsanlagen betrieben werden können. Und ganz bewusst sage ich hier auch, keine Leuchttürme bauen, nicht das i-Tüpfelchen noch oben drauf setzen, weil man sich selbst krönen will. Fiabschi, Prix de Excellence. Ich habe selber 3-4 Mal, glaube ich, diesen Preis mit auch begleiten dürfen und unsere Produktlösungen sind in entsprechenden Bauvorhaben, die vom BFW-Bund ausgezeichnet wurden, mit integriert. Natürlich, das macht man auch mit, aber wir müssen in die breite Ebene Masse rein, da wo der Heiztechnikmarkt heute zu Hause ist. Und last but not least, am 23.12., kurz vor Weihnachten, da darf die Anlage nicht ausfallen. Aber wir wissen auch, das ist eben halt ein technisches Produkt, das kann auch mal ausfallen und wir brauchen dann die entsprechende Sicherheit durch die entsprechenden technischen Support, durch einen flächendeckenden Kundendienst, der Ihre Anlagen vor Ort auch dann entsprechend wieder instand setzt, sollte es mal ein entsprechendes Problem geben. Matthias, ich möchte ganz kurz mal reingrätschen. Ich weiß nicht, ob es jetzt passt. Bitte. Aber wir haben im Chat schon einige Antworten gekriegt auf deine Frage. Und zwar die Schätzung geht von 130 bis 132, wobei ein Teilnehmer geschrieben hat 130, aber diese sind nicht alle ersetzbar durch erneuerbare Energie. Das erstmal die drei Antworten, die aus dem Chat auf deine Frage gekommen sind. Vielleicht kannst du das ja auch noch kommentieren und dann im Thema fortfahren. Ja, gerne. Ja, danke, David. Also das ist ein Expertengremium, was hier heute zuhört also und zusieht. 40 Leute sind, glaube ich, mit dabei. Die haben natürlich vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, jetzt ein bisschen zu googeln. Sie sind da sehr, sehr nah dran, ob nun die Zahl, die ich ermittelt habe, von 144 oder auch 130. Aber da sind sie nah dran. Und diese Dinge müssen abgeschaltet werden. Und das ist natürlich die Frage, wie können wir das am besten versorgen? Ich trete nachher auch das Thema der Beweisführung an zum Thema Power to Gas und Power to Heat, welchen Anteil letzten Endes dort dann in diesem Bereich im Vergleich die Wärmepumpe nimmt. Aber erst einmal vielen Dank. Das finde ich toll. Also ich war kürzlich bei den Hamburger Energie- und Umwelttagung eingeladen, durfte referieren. Da habe ich die gleiche Frage gestellt. Die waren nicht so gut drauf. Also Niedersachsen, Bremen, mal wieder ganz weit vorne. Ja, und dann haben wir natürlich Herausforderungen. Ja, die Immobilienwirtschaft sagt mir immer in den Gesprächen mit Ihnen, ja, wir befinden uns in einem Spannungsumfeld. Gibt es denn das wirklich, dieses Spannungsumfeld? Ja, zwischen letzten Endes dem bezahlbaren Wohnraum, der zu schaffen ist, mit allen Anforderungen, die Sie eben halt auf der ordnungsrechtlichen Seite dort entsprechend befolgen müssen. Und wir haben hier nochmal bei den skalierbaren Lösungen dann die entsprechenden Dinge zusammengefasst, die sicherlich sehr wichtig sind. Besonders das Thema Platzbedarf, ob nun drinnen oder draußen. Früher hatten wir einen Heizraum und da hat immer irgendwie alles reingepasst. Da muss man heute gucken, wie groß müssen auch die entsprechenden Platzbedarfe für die Anlagen sein. Müssen sicherlich uns auch die Grenzen der Machbarkeit der Heizleistung angucken. Also das heißt, Wärmepumpentechnik fängt irgendwo an und hört auch irgendwo auf. Die entsprechenden Wärmequellen, die zur Verfügung stehen, sind immer intelligent zu suchen. Und ganz, ganz wichtig, wir müssen uns das Thema Warmwasser kümmern. Weil eine größere Diskrepanz gibt es natürlich hier zwischen dem Thema Heizwärme und Warmwasserwärme. Eigentlich brauchen wir heute in unseren Gebäuden nur mehr 28, vielleicht bis 40-gradiges Wasser, um da mit entsprechenden Niedertemperaturheizsystemen, ob nun im Heizkörper oder in der Fußbodenheizung, die Wärme zu versorgen.
Im Bereich Warmwasser ist das in einer klassischen, konventionell geprägten Technologie anders gewesen. Da sind wir in Hochtemperatursystemen unterwegs gewesen zum Thema der legionellen Keimfreihaltung und der entsprechenden ordnungsrechtlichen Anforderungen im Bereich der Trinkwasserhygiene. Und das muss man durchschneiden. Also im Bereich der erneuerbaren Energien wäre das gut und sinnvoll, wenn wir uns das schon mal vormerken, dass das Thema Heiztemperaturen und Warmwassertemperaturen sehr different sind und entsprechend müssen Anlagen technisch geplant sein. Ja, natürlich haben wir grundsätzliche Anforderungen, die wir befolgen müssen. Das sind die Anforderungen unserer Nutzer und Mieter, die in den entsprechenden Gebäuden dann wohnen. Natürlich Komfort, Behaglichkeit etc. Und dieses entsprechende Nebenkostenprinzip soll gewahrt sein. Dann gibt es natürlich Ihre Anforderungen, nämlich die des Investors und aber auch Betreibers. Da geht es im Wesentlichen um Investitionen, Rentabilität und die Vermarktbarkeit von Immobilien. Aber auch das Thema Green Labeling wird in der Zukunft stark in den Vordergrund nochmal gerückt werden. Und, ja, das hatte ich schon erwähnt, natürlich die zwingend einzuhaltenden gesetzlichen Anforderungen an Effizienz. Auch neu jetzt das GEG und BEG im nächsten Jahr, Hygiene, Trinkwassereinhaltung, auch die 1946 war ja kürzlich ein Beitrag, den ich hören durfte hier vom Wolfgang Kniep zum Thema Lüftung, wo natürlich der bauliche Feuchteschutz in den Gebäuden sichergestellt sein muss. Ja, und ich kann jetzt Ihnen etwas Besonderes zeigen, was so in dieser Form vielleicht Sie auch noch nicht gesehen haben. Wir haben tatsächlich eine historische Chance. Wir befinden uns nämlich in dem Jahrzehnt der Wärmepumpe, das eng verbunden mit der Wärmewende, die in Deutschland einhergehen muss. Ich hatte Ihnen gesagt, die Bundesregierung plant letzten Endes den Ausstieg aus der fossilen Verbrennung von Öl und Gas. Sie hat das getan, indem das Referenzhaus in Deutschland heute nicht mehr mit Öl ausgestattet werden darf. Und das ist auch gut so. Somit ist Öl auf dem klaren Sinkflug. Aber der andere, sondern doch momentan, wir sehen das hier auf der linken Seite, fossile Anteil muss sich zugunsten der Erneuerbaren, im Wesentlichen der Wärmepumpe, entsprechend auf- und ausbauen. Wir werden immer noch entsprechende Restanteile im deutschen Wärmeerzeugermarkt im Bereich der fossilen Anlagen benötigen. Aber der große Teil muss umgesetzt werden. Im Einfamilienhaus ist das tatsächlich schon auch umgesetzt worden. Also 75% aller neu gebauten Einfamilienhäuser haben eine Wärmepumpe. Im Mehrfamiliengebäude ist das noch nicht der Fall. Und es gibt viele, viele Indikatoren, die dafür sprechen, dass da eine ganze Menge passiert. Momentan können Sie im Bereich der Wärmepreise mit fossilen Energieträgern, ob nun Gasbrennwert und Solarthermie oder aber auch Kraft-Wärme-Kopplung, aktuell noch akzeptable Wärmepreise im Markt erzielen. Durch die CO2-Bepreisung, die zugegebenermaßen gering, aber immerhin jetzt mal gekommen ist und durch eine weiteren grünen Einfluss auf die Bundespolitik in Deutschland sich sicherlich weiterentwickeln wird, werden natürlich die entsprechenden Betriebskosten für fossile Wärmeerzeugungssysteme stark steigen und im Bereich der stromgeführten Wärmesysteme entsprechend sinken, einhergehend auch der Primärenergiefaktor etc. Und ja, was bedeutet das tatsächlich? Aktuell 95.000 Wärmepumpen in Deutschland. Das ist ein Plus von 15% zum Vorjahr. Das ist natürlich für die Wärmepumpenbranche ein großer Schritt. Aber man merkt jetzt durch die Kontraktoren, durch die kalte Nahwärme, durch die ganzen Themen, also die ganzen Energieversorger machen sich eben auch Gedanken, gerade gestern auch wieder bei uns angeklingelt, wie können wir jetzt entsprechende Wärmepumpen in die Contracting-Lösungen in Deutschland einbauen, weil viele ihrer Immobilien werden ja auch mal im Contracting entsprechend befeuert. Heißt, um die entsprechenden CO2-Ziele zu erreichen, müsste mal, das steht hier unten rechts, gelb eingemarkert, müssten irgendwann mal im Jahr 2030 4,7 Millionen Wärmepumpen im deutschen Markt installiert sein. Aktuell, kann ich Ihnen sagen, wird die 1 millionste Wärmepumpe in Deutschland installiert, irgendwann, so um Weihnachten rum.
Und wir werden bei aller Perspektive und allen positiven Voraussichten, wenn wir jetzt im nächsten Jahr auf bis 2025 185.000 Wärmepumpen, dann bis 2035, sehr realistisch um die 235.000. Wenn wir das mal hochrechnen bis 2030, wir kommen ungefähr auf 2,5 Millionen. Das heißt, allein nur durch das Thema der Wärmepumpe werden wir das nicht erreichen. Ich kann Ihnen hier und heute sagen, das Allerwichtigste für die Energiewende oder fast mit das Allerwichtigste für die Energiewende ist letzten Endes die CO2-Einsparreduktion durch das Thema der kontrollierten Wohnraumbelüftung. Das, für was wir stehen und auch viele andere Teilnehmer, das Thema Lüftung, Lüftung, Lüftung. Wenn Sie sich vorstellen, 365 Tage, 24 Stunden rund um die Uhr, in den allermeisten Gebäuden 23 Grad zum Fenster rausgeschmissen. Das ist ein unglaublicher Wärmestrom, der da in die Atmosphäre geblasen wird. Und diese Abwärmenutzung müssen wir uns zunutze machen. Dann ist die Erreichung der entsprechenden Energiewendeziele ein Kinderspiel. Ja, unsere Philosophie zu skalieren, wie kann das dann in der Praxis aussehen? Luft-Wasser-Wärmepumpensysteme haben sich am Markt stark etabliert und durchgesetzt. Da ist auf vieles im Bereich der Planung zu achten. Ob nun die Anlagen schön vor der Haustür oder hinter Gabionen versteckt installiert werden können oder aber auch auf Dächern, gibt es unterschiedlichste Arten. Aber auch in Kelleraufstellräumen lässt sich sowas natürlich entsprechend integrieren. Seriengeräte, die Sie überall im deutschen Großhandelsmarkt verfügbar haben, sollten intelligent miteinander kombiniert sein. Hier auch nochmal das Bullet letzten Endes gelb markiert. Effizient heizen, gegebenenfalls alternativ mit den Anlagen kühlen und trinkwarm Wasser erwärmen, sind letzten Endes die Grundfunktionen, die entsprechende Wärmepumpen mit sich bringen müssen. Die Betriebsgeräusche müssen so gering gehalten werden, dass sie entsprechend den Ordnungsvorschriften der TA Lärm entsprechen. Und ja, wir wollen natürlich flexibel sein, weil die entsprechenden modulare Bauweise, die Sie ja skalierbar auch umsetzen, spricht natürlich dafür, auch mit entsprechend erweiterbaren Lösungen zu arbeiten. Dann ist das Hydraulikanschluss immer identisch. So könnte es aussehen. Ja, und dann auf entsprechend abgestimmte Lösungen, die wir mit Ihnen individuell dann für Ihre skalierbaren Lösungen auch besprechen wollen, zurückgreifen, dadurch den Planungsaufwand reduzieren, entsprechende Standards etablieren, ja, einfach und sicher letzten Endes planen und installieren. Wenn wir das tun, dann wird das auch grundsätzlich natürlich die Wirtschaftlichkeit sicherstellen. Auch der entsprechende Check durch den Werkskundendienst, wenn die Geräte dann mal in Betrieb sind, sind die Anlagen tatsächlich auch so in Betrieb genommen, wie sie geplant sind, tragen letzten Endes zu einer Qualitätssicherung am Bau bei. Und wer mich etwas näher kennt, der weiß, wie viel Wert ich persönlich auch als Heizungsbau- und Ingenieur darauf lege, dass Anlagen ordnungsgemäß laufen. Und das ist das Allerwichtigste, um das Vertrauen auch in diese Technologie weitgehend beim Endgebraucher zu stärken. Wir als Stiebel Eltron, eine sehr, sehr wertige Marke, tun natürlich alles, Technik zum Wohlfühlen auch begreifbar für Sie zu machen. Und wir werden uns immer zum Wohle und dem Betrieb Ihrer Anlagen einsetzen. Wirtschaftlichkeit, ja, ein ganz wichtiges Thema. Bis zum 31.12. ist das die aktuelle Fördersituation. Nun hat sich der KfW 55 Baustandard vielleicht schon auch als der Standard entwickelt. Wenn wir die 35%, die es aktuell eben gibt über MAP und KfW, hier mal in Augenschein nehmen, dann war es nie so günstig, eben entsprechende Techniken zu installieren. Und zwar nicht hier oben die 115.500 € Investitionskosten für ein Referenzhaus, am Beispiel eines neuen Wohneinheitenprojektes einzusetzen, sondern ein teureres System, hier mal eine Premiumlösung im Bereich der Technik mit 178.000 €. Wenn Sie dafür diesen entsprechenden Fördergewinn einstreichen, dann sind Sie schon auf dem NF-Gebäudestandard. Aber ich kann Ihnen sagen, Sie kriegen auch entsprechende Lösungen für 140.000 €
im Beispiel und mit einer 35-prozentigen Förderung liegen sie dann tatsächlich bei 92.000 Euro. Das heißt, KfW zu bauen, 55 Standard, heute mit Wärmepumpe und Lüftung ist günstiger als der NF Standard. Und das ist letzten Endes die Verantwortung, die wir haben. Das ist der Hebel und auch die Möglichkeiten, die uns der Gesetzgeber bietet. Nutzen wir sie bitte und sollten versuchen, mit diesen technischen Lösungen auch die Energiewende in der Immobilienwirtschaft massiv voranzutreiben. Und das nicht nur im Einfamilienhaus. Es ist das einzige Fördermodell, was ich hier jetzt auch mitgebracht habe. Aber das ist natürlich linear auch auf die entsprechenden anderen Projekte ihrerseits natürlich dann auch immer umzulegen und über die entsprechenden Fördermittelservices auch abzufragen. Ja, und dann ganz häufig die Warmwasserbereitung. Wie machen wir denn das? Zentral oder dezentral? Ich hatte vorhin schon gesagt, es ist häufig sehr wichtig, sich zum Thema der Trinkwarmwassererwärmung Gedanken zu machen, insbesondere in Kombination mit Holzheizung. Früher hat man das bei einer Gasheizung immer alles an einen Pott gemacht und Heizung und Warmwasser dort gemeinsam draus gezogen. Heute ist es eben halt aufgrund der Historie sehr stark bedingt, dass wir immer noch zentrale Systeme einsetzen. Aber es gibt auch dezentrale Lösungen. Aber wenn es denn dann zentral sein soll, haben wir hier auch eine technische Variante, insbesondere für den Betrieb von Wärmepumpen mitgebracht. Wir sind keine Freunde von Wärmepumpentechnik im Hochtemperaturbereich. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass die physikalischen Grundsätze so sind, je höher eine Wärmequelle sein muss, desto schlechter der Betrieb einer Wärmepumpe. Das gilt für allermaßen alle gleich. Das werden Sie auch nicht umdrehen, gegebenenfalls durch den Einsatz von anderen Kältemitteln. Aber das ist dann wiederum nicht unbedingt serienmäßig. Also das heißt, gute technische Lösungen lässt sich sehr, sehr gut machen. Gibt es eine Vielzahl von Referenzen, auch mit zentraler Warmwasserbereitung. Ja, und wo hört dann so eine Luftwasser-Wärmepumpe auf? Das haben wir Ihnen mal mitgebracht, hier unten rechts, 480 kW. Da sehen Sie auch mal so Modelle, wie sie aussehen, wenn sie denn da oben auf Dächern oder auch anderswo in die Landschaft gebaut werden können. Das heißt, die Luftwasser-Wärmepumpen haben sich doch sehr dynamisch entwickelt. Da geht eine ganze, ganze Menge mehr als das, was man vielleicht noch so in der Vergangenheit gedacht hat, was so eine Luftwasserwärmepumpe leisten kann. Ja, dann kommen wir nochmal auf die Erde. Wir müssen grundsätzlich immer bei der Erschließung der Infrastruktur natürlich darüber nachdenken und auch aufpassen, welche Quellen könnten wir denn dann anzapfen. Da gibt es eine ganze Menge. Ich habe hier oben links mal einen entsprechenden Abwasserkanal Ihnen mitgebracht von der Firma Uhrig. Und jetzt wird man natürlich nicht immer einen so großen Abwassersammler bei sich vor der Haustür liegen haben, aber wir haben und verfügen über ein kartografisches Werk, zum Beispiel, wenn Sie ein Bauvorhaben planen. Ich hatte kürzlich ein Bauvorhaben in Köln und man will prüfen, ob man denn Abwasser nutzen kann. Dann kann man das heute schon auch relativ einfach über eine entsprechende Abfrage checken. Auch mit sogenannten Tangentialbohrungen werden dann entsprechend solche Abwasserwärmetauscher angebohrt, weil eben halt das Bauvorhaben und der Heizraum nicht immer in unmittelbarer Nähe eines entsprechenden solchen Abwasserkanals ist. Ja, aber auch unten links ein stark boomender Markt, die kalte Nahwärme. Das heißt, bei der Schließung von Neubaugebieten wird heute letzten Endes ein großes Sondenfeld oder auch andere alternative Quellen mit eingesetzt und entsprechende Wasser wird durch diese PE-Leitungen geschickt und mit dezentralen Wärmepumpen in allen Einheiten der Gebäude wird dann die entsprechende Wärme bereitet. Stark boomender Markt, wo wir auch über entsprechende Referenzen verfügen. Aber unten rechts auch im Bereich der Bestandsmodernisierung ist das Thema Wärmepumpe durchaus auch bei der Quellenbetrachtung mal zu gucken. Nicht immer nur Luft. Auch da kann mit solarthermischen Anlagen kombiniert werden, mit sogenannten E-Tanks. Haben wir Projekte, gerade jetzt auch in München, hier so ein Mehrlagensystem wie oben rechts, exemplarisch an dem Bild der Raiffeisen-Niederlassung. Es gibt eben halt entsprechende Flächenabsorber, die auch unter Gebäuden installiert werden können. Wir haben dort auch mit der Hochschule
in München und jetzt auch mit der Fachhochschule in Nürnberg entsprechende Referenzen bis 180 kW Entzugsleistung in der Münchner Innenstadt, gerade ein größeres Wohn- und Geschäftshaus gebaut, was sehr, sehr gut funktioniert. Also Sie sehen, Sicherheit steht immer im obersten Gebot. Ja, jetzt nochmal ein praktisches Beispiel eben so einer großen Wohnanlage, 600 kW hier in Berlin installiert. Ist auch ein Projekt, was contracted worden ist. Und Sie sehen eine Wärmebereitstellung auf Basis erneuerbarer Energien. Hier gespiesen durch einen Abwasserkanal, schließen sich übrigens nicht mit dezentraler Warmwasserbereitung aus. Das sind hier durchaus Dinge, die sich auch technisch ordentlich lösen lassen. Und viele verfügen ja von Ihnen auch über entsprechende Erfahrungen im Betrieb von dezentralen elektrischen Geräten aus unserem Haus zum Beispiel. Also das sind gute Lösungen, die auch gehen, die heute etabliert, installiert werden können. Ja, und im Bereich der Solewasser-Wärmepumpen, wo fängt es an und wo hört es auf? Also im Mehrfamilienhausbereich habe ich hier mal angefangen mit 10 kW, also so, ich sag mal, so ein klassisches 9 WE, wie wir es eben halt gerade hatten, ungefähr mit 12 bis 15 kW hier unten im kleinsten Leistungsbereich. Und skalierbar geht das dann hoch bei den Geräten im Bereich der Inverter-Technologie bis sage und schreibe 1,4 Megawatt. Also das heißt auch sehr, sehr große Leistungen können hier abgefahren und installiert werden, wenn es um den Anschluss von entsprechenden erdgekoppelten Wärmepumpen geht. Gerade natürlich kurz noch der Hinweis bei erdgekoppelten Lösungen ist natürlich der Vorteil der Kühlung, den Sie immer umsonst bekommen. Das heißt, der Trend letzten Endes zum Thema Kühlen ist natürlich aktuell im etwas exklusiveren Wohnungsbau stark ausgeprägt. Ich bin morgen in der Hafen City in Hamburg, wo größere Gebäude jetzt dann auch wiederum mit Heizen und Kühlen ausgebaut werden. Und Sie kriegen die Klimaanlage in Anführungshäkchen durch die Wärmepumpe mit der Solemaschine immer für umsonst. Das ist recht reizvoll. Ja, und hier noch ein kleines technisches Gimmick für die, die dann sagen, wenn wir schon eine große Solemaschine im klassischen Mehrgeschossgebäude installiert haben, dann geht es auch zentral ganz gut. Sogenannte Heißgasauskopplung sind Sie auch in der Lage, große entsprechende Hochtemperaturspeicher zu beladen. Eine technische Raffinesse, die letzten Endes die Arbeitszahl einer Wärmepumpe nicht verschlechtert, sondern ganz im Gegenteil verbessert. Also ein technisches Gimmick für sehr große Anlagen im Wohngeschossbau mit erdgekoppelten Maschinen. Ja, ich hatte Ihnen ja vorhin besprochen oder versprochen, wir haben diese 144 oder vielleicht auch 132 Kohlekraftwerke. Und was können wir denn jetzt machen? Viele sagen, jawohl, wir brauchen letzten Endes Power to Heat, also eine klassische Kraft-Wärme-Kopplung mit Blockheizkraftwerken. Oder wir brauchen die Methanisierung von Gas, letzten Endes aus erneuerbaren Strom, über die Elektrolyse entsprechendes Biomethan herzustellen. Das Biomethan jetzt in aller Munde. So ein bisschen Stehhaare habe ich bekommen, als ich den Vorentwurf vom GEG gesehen habe, wo dann drin steht, hurra, Sie dürfen jetzt gerne auch zu 50% Biogas in Ihren entsprechenden Heizanlagen einspeisen und dann erfüllen Sie das GEG. Das ist natürlich mitnichten so. Das ist sicherlich auch nur eine Übergangslösung. Das ist auch keine gute. Wir brauchen das Biomethan, was anhand dieser Folie vom Bundesverband der Wärmepumpen augenscheinlich sehr gut dargestellt wird, brauchen wir das Biomethan eben, um es in entsprechenden Kraftwerken zum Ausgleich unserer Netzstabilität zu installieren. Das heißt, in GOD-Kraftwerken, da brauchen wir Gas. Das ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Wo wir Gas oder auch Biomethan nicht verwenden sollten, auf keinen Fall, ist für den Bereich der Gasbrennwertnutzung oder im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, sehen Sie hier die gesamte technischen Wirkungsgrade, die Sie eben halt mit entsprechenden Heizsystemen darstellen können. Und Sie können sich da dem Thema der CO2-Emissionen ja leicht mal vorstellen, dass natürlich über diesen Hebel, den hier oben, der direkt erzeugte Strom, den ich direkt in eine Wärmepumpe packen kann, natürlich um ein viel
Vielfaches größer ist. Das heißt, direkt erzeugter Strom muss auch dezentral verbraucht werden. Technisch sind wir dazu in der Lage, die Energieversorger können das auch. Da können Sie auch jetzt gerade auch als regionaler Ansprecherpartner mal mit den Leuten von den entsprechenden Energieversorgungsunternehmen sprechen. Die haben da alle was ins Petto. Für mich eine ganz, ganz wichtige Folie, die das ganze Thema auch so ein bisschen, ja, ich sage mal, entweiht und einfach sagt, jawohl, wenn wir eins machen wollen, dann müssen wir letzten Endes versuchen, möglichst viel Umweltenergie aus erneuerbaren Strom und Windkraft in unseren entsprechenden Wärmemärkten zu verkaufen. Und wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass nur 14% aktuell im Wärmemarkt ankommen, wenn wir das hier machen, dann haben wir den Hebel ganz, ganz weit vorne und werden wir unsere Energiewende spielend erreichen. Ja, ich komme zum Fazit. Ich glaube, ich bin auch soweit in der Zeitvorgabe geblieben. Skalierbare Wärmepumpenlösungen in der Immobilienwirtschaft sind wirtschaftlich möglich. Ein paar schlagkräftige Worte dazu noch zum Abschlag. Die Dekarbonisierung des Wärmemarktes ist ohne die Wärmepumpe nicht möglich. Also ganz klar, wir haben uns dafür entschieden. Es ist jetzt nur das Entscheidende, wie schnell gehen wir diesen Weg mit und nehmen letzten Endes diesen Trend mit, letzten Endes unseren Beitrag dazu zu leisten, ob nun mit der Förderbedingung oder ohne. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Die Wärmepumpe ist letzten Endes im Wärmesektor die effizienteste Kopplung, wie wir gerade eben auch an dem Chart gesehen haben. Also es gibt nichts Besseres, als dass wir das tun. Und natürlich sind alle ordnungsrechtlichen Anforderungen, ob nun der NF, das GEG, BEG mit Wärmepumpen spielen, zu erreichen. Und Sie können entsprechende effiziente Anlagen betreiben. Es gibt bei vielen technischen Lösungen keinen zusätzlichen Aufwand durch entsprechende Hygieneprüfungen, wenn Sie dezentrale Warmwasserlösungen installieren. Das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für Sie. Und last but not least, Stiebel Eltron bietet Ihnen als Partner entsprechend erprobte Lösungen und eine umfangreiche Unterstützung über den gesamten Projektverlauf hinweg. Jetzt nur exemplarisch den Udo Steinberg, den Sie wohl fast alle kennen, hier erwähnt. Und ja, wenn wir Sie neugierig gemacht haben, dann fordern Sie uns, dann sind wir für Sie da und bedanke mich sehr, sehr für Ihre Aufmerksamkeit und stelle mich jetzt hoffentlich noch der ein oder anderen Frage. Dankeschön. Ja, vielen Dank erstmal, lieber Matthias. Im Chat sehe ich momentan keine Fragen, aber ich habe ja ein paar Themen. Also das Thema neugierig machen auf Stiebel Eltron ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich kann nur sagen, wenn es denn wieder erlaubt ist oder wenn es denn wieder möglich ist, dann fahren Sie doch von Hannover aus über den Eid. Ist eine wunderschöne Strecke nach Holzminden. Und besuchen Sie Herrn Göbel natürlich nach Absprache, nach Terminabsprache oder Herrn Steinberg dort im Energiecampus, heißt das, glaube ich, ne? Ja. Ja, und was ich so faszinierend finde, ich durfte ja schon ein paar Mal da sein, was zeigt ihr denn da in diesem Energiecampus? Ja gut, das ist so ein Reallabor der Energiewende. Also aus technischer Sicht kein Leuchtturm. Natürlich ist das Gebäude an sich in der Architektur besonders. Und wir haben dort auch als einziges Schulungsgebäude in Deutschland eine DGNB-Platin-Zertifizierung erreichen können. Also das ist sehr, 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 sehr schön, was die Qualität auch der Baustoffe angeht. Aber im Wesentlichen zeigen wir tatsächlich dort, was alle Anwendungen, die wir jetzt hier auf den Folien gerade auch gesehen haben, in der Praxis bedeuten. Auch mal so ein schöner Vergleich, was es bedeutet, wenn Sie unterschiedliche Warmwassermengen benötigen, zum Beispiel fürs Duschen. Oder aber, dass natürlich alles live auch dann in entsprechenden kleinen Showrooms kann diese Technik begreifbar gemacht werden. Und ja, wir haben tatsächlich 10.000 Besucher ungefähr im Jahr in diesem Campus, jetzt natürlich durch Corona ein bisschen ausgebremst. Wir hatten gerade kürzlich das vierte TGA Planer und Forum für die Immobilienwirtschaft. Einige von Ihnen waren, glaube ich, auch mit anwesend. Und ich habe natürlich schon zigmal dem David gesagt, Sie, der BFW, alle Mitglieder, nicht nur einzeln, sondern auch alle zusammen, sind willkommen. Wir können ungefähr 300 Teilnehmer dort begrüßen und würden uns natürlich sehr schätzen, wenn Sie diesen Weg mal gehen, um sich diese Technik anzusehen. Da arbeiten wir noch dran. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass tatsächlich das, was du jetzt hier in den Vortrag vorgestellt hast, das kann man dort
quasi greifbar machen, also real sehen, wie die Geräte funktionieren, wie laut sie auch sind oder wie leise, je nachdem, wie man das betrachtet. Man kann wirklich vor einer Wärmepumpe im Freien draußen stehen und mal fühlen und auch hören den Geräuschpegel. Und ich durfte das ja selber auch sehen. Ich fand das jetzt nicht so gravierend, dass man sagt, okay, das ist jetzt eine Lärmstörung in einer Neubausiedlung, sondern das ist eigentlich ja fast unhörbar. Also es muss wirklich eine ganz, ganz leise Nacht sein, dass man zum Gerät dann tatsächlich hört, oder? Ja, also gut, jetzt kann man immer sagen, haben wir jetzt die leiseste oder wer hat die oder wie kann man das bauen? Aber es ist eigentlich relativ einfach, auch physikalisch erklärt. Je kleiner das Gehäuse einer Wärmepumpe und je mehr Luft sie da durchbringen, desto lauter die Wärmepumpe. Das heißt, jeder kann ganz leise Wärmepumpen bauen, wenn er das denn nur will. Wir bauen tatsächlich sehr, sehr leise Wärmepumpen und wir werden eine Wärmepumpe nie dort einsetzen, wo sie nicht den entsprechenden Anforderungen der TA Lärm Genüge tut. Das ist bei uns ein Grundlegungsparameter im Bereich der Planung und dementsprechend können Sie dort sicher sein. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Sache. Also einerseits das Team rund um dich und Udo Steinböck herum, die beraten unsere Zuschauer heute und nicht nur die Zuschauer, sondern die Wohnungswirtschaft insgesamt. Und ja, man kann eben nach Holzminden fahren, um das alles dann auch real zu sehen. Also aus unserer Sicht ein sehr, sehr gutes Angebot, um tatsächlich gemeinsam in der Wohnungswirtschaft die Energiewende zu schaffen. Was dann den Optimismus betrifft, dass wir es spielend schaffen, das sei nochmal dahingestellt, das müssten wir dann auch sehen, was die Zukunft bringen wird. Auf jeden Fall ist es so, dass wir daran arbeiten, dass es auch Förderungen gibt weiter und dass das auch möglich ist, um wirtschaftlich auch tatsächlich auf erneuerbare Energien und auf Wärmepumpen umzusteigen. Ja. In der sehr also viel schlechter wird es nicht werden, nicht? Aber den Best-Case-Fall, den haben wir sicherlich gehabt. Also wer noch schlau ist, zum Bauantrag 31.12. diesen Jahres alles noch ausfeuern. Und, aber viel schlechter wird es nicht werden. Wir sind gut vernetzt in Berlin, wir wissen, wie es geht. Und die Beispiele, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, wo wir zwischen 115, 500 und 92.000 bei einer neuen WE-Einheit liegen, wir werden nicht über die Zielmarke von 115 gehen. Also das heißt, wir werden mit einer erneuerbaren Lösung immer noch der günstigste Standard Mehrfamilienwohngebäude auch sein. Dass natürlich die entsprechenden Energiekosten für die fossilen sowieso weglaufen, ist klar. Und ich denke, die stromgeführten Wärmesysteme in der Zukunft, und das merkt man auch allen halben, das hat nichts mit Stiegel-Eltron zu tun. Die sind auf dem Vormarsch, das Thema ist in Stein gemeißelt, ist jetzt letzten Endes nur eine Frage, wie setzen wir diese Themen um? Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn wir Ihnen dazu beitragen können. Es gibt ja in der Region Hannover-Bremen vom Udo Steinberg und den Mitarbeitern vielfältigste Referenzen und die sehen Sie sich gerne an und wir freuen uns dann auf eine gute Entwicklung und natürlich eben halt, dass wir die Wärmewende gemeinsam schaffen. Vielen Dank, David. Ja, vielen Dank dir, Matthias, für den Vortrag und für die wertvollen Informationen. Du bleibst ja bis zum Schluss hoffentlich noch.